Da steht das Häuschen jetzt auf der Anlage. Aus dem Schornstein qualmt es, die Lok fährt vorbei. Sieht ja ganz gemütlich aus. Nochmal auf so einem Drehteller, Tagansicht und in der Dunkelheit. Ich wollte mal ein Video machen, wie man ein Fallerhäuschen zusammenbaut, aber da kommt wenig neue Erkenntnis bei rum. Die Anleitungen sind durchdacht, Jahrzehnte ausgetestet, die Arbeitsschritte in Buchstaben, an den Teilen sind Nummern und einfach streng nach Vorschrift, eins nach dem anderen bauen. Und es gibt keine Überraschungen. Eine Scheibe hat gefehlt. Ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe, aber es wird wohl an mir gelegen haben, weil ich denke, die Falleranleitung gibt es schon ewig und sind durchgetestet. Ja, das nicht nachmachen hat sich aber bewährt. Sollte dieses Metallröhrchen von dem Kleber mal verstopft sein, kurz ankokeln und es geht wieder. Wahrscheinlich ist es gefährlich, ich habe da nie drüber nachgedacht, ob das ganze Ding mal abfackelt, aber bis jetzt ist es immer gut gegangen. Ja, neben der Scheibe ist das hier mit diesem Verdunklungshäuschen, damit das Licht nur an den Fenstern rauskommt, hat das halt nicht gepasst. Hier sieht man, ich muss das nochmal kurz grob aufschneiden und 2 mm verkürzen, weil wenn man die Seitenwände reinbauen wollte, hat es gedrückt. Ich habe auch in dieses Papphäuschen noch ein Loch reingemacht, damit der Rauchsatz dadurch passt und das mit Heißkleber festgemacht und dann auch noch mit schwarzer Farbe eingepinselt von innen, damit es nicht aus dem Rauchsatz herausleuchtet. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Da sind noch so Blumenkästen. Da habe ich auch direkt das Grünzeug mit reingemacht. Da sieht man es. Und jetzt kommt in den nächsten Tagen noch die Minnekes davor. Ein schönes Häuschen, da die Verkabelung. Ich kann Licht oder Rauchsatz getrennt schalten. Also ich habe das nicht verbunden. Ja, wunderbar, sieht doch toll aus.